Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu No Man's Sky. Und es ist da, es ist hier. Wir haben es erwartet, jetzt ist es soweit. Das Origin Update ist gedroppt, es ist auf die Server, es ist live. Und jetzt wissen wir endlich, was es alles Neues gibt. Und ach du Kacke, das ist viel Neues. Alleine so ist jetzt hier im Menü, allein das Menü ist schon neu. Sie haben so viel geändert. Das ist wirklich ein Origins-Update, wie der Name sagt. Das passt wirklich super toll. Wir locken jetzt nur kurz ein und dann gehen wir die Patch-Notes durch. Einfach nur, um mal zu sehen in dem Video, was ist neu, was geht. Und dann muss ich mal, wow, boah, das ist so viel Neues. Dann muss ich mal überlegen, mit was ich anfange, welche Videos, mal, wozu. Boah, ich bin voll weg gerade, dass so viel kommen ist. Erwartet habe ich das wirklich nicht. Nach dem Desolation-Update habe ich mir gedacht, okay, das war relativ groß, so mittelgroß. Ja gut, da wird jetzt ein bisschen was kommen. Die haben das fertig gemacht, jetzt haben sie ein bisschen was gemacht. Da ist ja noch nicht viel Zeit vergangen dazwischen. Aber die haben anscheinend parallel an dem... Oh, oh, was? Das ist doch auch was anderes. Täusche ich mich da jetzt noch? Kommt das so vor, als ob das letztens nicht lila gewesen wäre? Da oben ist irgendwas anders. Ich habe keine Ahnung was, aber irgendwas ist da anders. Ja, sie haben einiges geändert und wir werden uns das jetzt gleich durchschauen. Wir switchen raus aus dem Spiel in die Patch Notes. Gehen die durch, dann beenden wir das Video, dann überlegen wir sich, was wir weitermachen. Und dann geht es gleich drauf mit einem neuen Video weiter. Ich hätte noch mal eins interessieren. Die haben auch das Interface hier angepasst an die, an die Anomalie, dass das gleich ausschaut vom optischen her. Gut oder schlecht? Kann ich jetzt gerade gar nicht sagen. Aber mir geht es eher um was anderes. Kann ich jetzt endlich auf meinen Frachter porten? Ich glaube, da muss ich zuerst, das muss ich mal durchchecken. Ich weiß das nämlich jetzt gerade gar nicht. Scheint aber gerade, finden durch gerade nichts. Okay. Ihr seht es. Wir werden jetzt mal hier stehen bleiben. Oh, das ist auch ein bisschen anders jetzt. Und switchen jetzt einfach mal mit der Windows-Taste. So, die Patch Notes. Ihr seht schon, das ist lang, lang, lang. So, hier ist es. No Man's Sky Origins dropped! Introduced Update 3.0. Leider nur in Englisch. Ich versuche möglichst alles irgendwie rauszukriegen, was ich rauskriege. Ihr seht es hier, ihr seht das nicht, das ist abgeschnitten, aber auf nomansky.com/origin-update/ kommt ihr hierher oder einfach auf nomansky.com und auf latest Patch Notes. Der Trailer, der sagt aber nicht viel aus. Hier sind wir erstes Mal. New Planets! Existing solar systems have birthed new planets, creating millions of untouched new worlds to explore. Heißt so viel wie viele neue Welten in existierenden Systemen. Ihr seht es in den Bildern, das sind fantastische Welten mit Vulkanen dabei. Das schaut verdammt gut aus. Werden wir auch ein bisschen exploren. Binary and Tannery Stars. In manchen Systemen sind es mehrere Sterne, was für wunderschöne Bilder sorgen dürfte. Dramatic Landscapes. Da geht es um die Veränderung vom Terrain her. Dass zum Beispiel hohe Berge sind wirklich, also extreme Veränderungen rauf, runter, rauf, runter. Das alles ist jetzt da, wird besser generiert, vor allem in den neuen Sachen. Die Flora, die Fauna, die atmosphärischen Conditions, wie da oben steht, haben gechanged im Universe. Und da kommen jetzt wunderschöne Sachen raus, das werden wir auf jeden Fall mal suchen. Ein Gag und ein Sandwurm, zu dem kommen wir später. Auf den werden wir auf jeden Fall suchen. Auf den freue ich mich schon wirklich. Ich habe zwar keine Ahnung, ob er was bringt, ob er mich tötet oder was er allgemein tut, aber das macht ja nichts. Wir wissen ja sonst auch nie, was wir tun. Ist ja nicht wirklich eine Veränderung zu sonst. User Interface Refresh. Ja, man sieht es hier schon an dem kleinen Video. Es gibt einige optische Veränderungen. Vom, was ich jetzt gesehen habe, Play Game, wo Leute beidrehen können, das bleibt mal gleich, wenn man da weiterspielt. Ja. Das Lock hat sich verändert.
Gut, das schauen wir sich im Spiel dann durch. Das Interface hier hat man schon gesehen. Richer Diversity. Da geht es um die Flora und Fauna. Dass das Ganze viel reicher ist, viel bunter, wie man auf dem Bild sieht, viel verschiedener. Hier seht ihr die Leuchtsachen überall. Dass das alles komplett sich ändern kann. So einen Planeten hätte ich gern. Da würde ich mal sogar eine Base hinbauen. Eine sehr wichtige Änderung kommt später dann. Alien Fauna. Ihr seht hier zum Beispiel die Tiere, die was sich ein bisschen angepasst haben an den Planeten. Die schauen ähnlich dem Planeten aus. Das schaut schon sehr geil aus. Die können rumrennen, rumrollen, rum was nicht was alles. Das wirkt schon recht cool. Das schaut ja cool aus. Sind das fliegende Tintenfische da hinten? Boah, da haben wir was zu tun. Das schaut geil aus. Endlich ein Vulkan. Ich will da oben rein. Also ich werde auf jeden Fall da oben reingehen, in ein Loch reingraben da und schauen, ob die Lava rausrennt. Das wäre sowieso cool. Cloud and Weather Verity. Ja, ihr seht es auf dem gleichen Planeten. Es ändert sich auch das Wetter relativ eindrucksvoll. Von Clear Sky zu einfach nur bewölkt. Das schaut aber schon sehr cool aus. Also da, das macht vom Ganzen her sicher einiges her. Man sieht es angeblich auch beim Fliegen, weiße Wolken. Und ich glaube, in dem Video kommt. Ja. Unwetterwolken. Also da ändert sich schon was. Marshes. A number of fertile worlds have formed swamps and marshes. Thick with mists and luminous fungal growth. Ja. Da geht es wieder um, wie die Welten sich verändert haben. Dass da was alles spawnen kann. Verschiedenste Sachen. Ja, das haben wir oben eh schon gehabt. Das ist nur, glaube ich, genauer beschrieben. Increased Color Variety, dass es nur bunter wird, knalliger, mehr Farben, was generiert werden können. Improved Teleporter Interface. Also die Dinger sind jetzt konstant mit der Space Anomalie vom Teleporter. Das haben wir jetzt eh schon gesehen, wie wir eingeloggt sind, kurzzeitig. Da haben wir auch einen wunderschönen Screenshot von einem Planeten. Der Fotomod hat neue Filter bekommen und mehr Controls over Clouds, Fog etc. Ja, das ist gut für Screenshots, aber jetzt nicht. Also für mich jetzt nicht Gamebreaking. Das ist schon interessant. Da kolossale Archivbuildings sind gespawnt. Die haben Data, Treasures and Long Forgotten Ruins. Ich denke mal, das ist zum Erforschen. Das wäre schon cool, wenn man da rein kann, alles. Das werden wir auch so schauen müssen. Nur schauen, wo wir sie finden. Historical Stories. Visit Colossal Archive Buildings to uncover new cultural and literary histories in the way by ancient alien civilizations. Das schaut cool aus. Das würde ich gern finden. Da kann man sicher irgendwas machen da drin. Oder mit da was handeln. Da steht doch ein Maxl, oder? Nee, da steht nichts. Wurscht. Investigations. Ja. Da ist irgendwas halt infiziert, war mir fällt die Übersetzung das so gerade nicht ein. So Planeten, die halt so wie infiziert sind und sich ein bisschen gewandelt haben mit den Kreaturen her, die hier so zugschleimt sind, das Ganze. Ah, sicher auch cool. Die Frage ist nur, ob die auch böse sind oder nicht. Dann New Lighting Conditions. Neue Beleuchtung rundum. Ja, das ist natürlich auch sehr cool. Sehr, sehr cool. Anormale Buildings. Ja, das fällt eigentlich unter das Archivzeug da oben. Es gibt halt riesengroße neue Buildings überall. Die werden wir auf jeden Fall versuchen, ein paar zu finden und in einem extra Video mal zu behandeln. Schauen, was man damit machen kann. Tectonic Disruption has simulated the molten cores of some planets. Give rise to active volcanic mountains. Vulkane. Viel mehr muss man dazu, glaube ich, jetzt gar nicht sagen. Firestorms. Dass die Wetter da im Endeffekt von den Welten und extreme Temperaturen Brände auslösen können, zum Beispiel. Das finde ich zum Beispiel sehr cool. Frage ist, ob es was bringt. Mir geht es dann eigentlich, bei dem habe ich mir gedacht, schau, so cool. Die Frage ist halt nur, wie oft rennen wir wirklich jetzt auf einer Planetenoberfläche wie dem Video jetzt spazieren? Das ist, wenn wir Explorer spielen, okay. Oder wenn wir irgendwie Weekend Missions machen, wird das auch vielleicht irgendwie schlagend werden. Aber so im Normalfall, sag ich mal, laufen wir ja selten über die Planetenoberflächen rum. Außer man ist wirklich im Explorer-Modus unterwegs, dann ja.
Storm-Gameplay-Effekte, das ist auch cool. Blizzards zum Beispiel kann man länger minen, weil es den Mining-Beam abkühlt. Das gleiche ist halt auch für Toxic Storms, gibt es etwas. Increased Jetpack gibt es bei Overheated Atmospheres. Ja, und Mine Additional Substances wären High Radioactive Times. Und da kannst du mehr minen in der Zeit, ja. Andere Sachen sehe ich jetzt nicht. More steht da Additional Substances, also oder mehr eine zusätzliche Substanz. Ob das jetzt andere sind oder die gleichen mehr, das ist jetzt fragwürdig. Werden wir sehen. Crafting has been streamlined. Sie haben einige, das steht weiter unten noch, sage ich jetzt gleich dazu. Sie haben einige unnütze Rezepte rausgeworfen und haben ein paar andere dazugegeben und die Stack Size erhöht. Was man mit dem ganzen Zeug da macht, das werden wir rausfinden. Ich weiß es noch nicht. Das schaut ja auch cool aus mit dem Sturm da hinten. Dann haben sie das Terrain Detail enhanced, also erhöht. Man sieht es hier gut. Hier sieht man noch die Streifen. Und hier sieht man rundum auch das Ganze, die ganzen Schattierungen und alles. Das sieht man, warte mal. Das ist hier viel, viel flacher. Einfach nur glatt. Und jetzt wirkt es mehr. Ich bin sicher, im Gesamten wirkt das sehr gut. Aber ob man es jetzt wirklich gleich auf den ersten Blick erkennt. Ja. Dann die Planet Quality Settings haben es enhanced, also verbessert. Und Sie sehen mehr Flora. Weniger Flora. Also sie haben da wahrscheinlich an Level of Detail rumgedreht. Wieso habe ich eigentlich im Hintergrund jetzt nicht das Spiel abdreht? Jetzt habe ich die ganze Zeit diese komischen Start-Lande-Geräusche. Ne, wurscht. Exploration Guide wurde erweitert. Das ist jetzt weniger interessant für mich. Gerade da stehen halt mehr dabei drin, was man hat. Da steht die Creatures discovered, Flora discovered, Minerals analyzed, das Wetter etc. Kann man brauchen. Für mich jetzt nicht so. Vielleicht beim Erforschen jetzt. Und jetzt eine der wichtigsten Änderungen. Die Portalinterferenz ist aufgehoben worden. Wir können theoretisch, wenn man das richtig versteht, durch ein Portal gehen und trotzdem ohne Portalinterferenz weiter einfach im Universum rumfliegen. Das, was das natürlich jetzt meiner Meinung nach schon fast irgendwie raufbeschwört, damit irgendeinem Portal sucht, ganz in der Nähe vom Zentrum der Galaxie, die Koordinaten online stellt und somit jeder einfach nur mal die Koordinaten eingibt, dahin portet, durchgeht, nächste Galaxie, das gleiche in der nächsten und der nächsten und der nächsten. Das ist im Endeffekt halt dann... Die Frage ist, ob sich die Reise zum Mittelpunkt der Erde überhaupt noch... Mittelpunkt der Erde, ich bin ein Trottel, das war ein Film. Moment kurz. Die Frage ist, ob sich das dann überhaupt noch irgendwie so die Mission auszahlt. Reise zum Mittelpunkt der Galaxie, wenn ich da vielleicht mit einem Portal hinkomme. Ob sie das irgendwie unterbunden haben, ich weiß es nicht, das sehen wir gleich, ja? Also, bald. Da haben wir auch so ein wunderschönes Building. Boah, ich freue mich schon auf die Building. Das sieht aus wie so eine Space Anomalie, die irgendwo drüber schwebt. Da gibt es so eine Box auf Amazon. So eine Lautsprecherbox. Da schwebt auch so eine Kugel magnetisch über so ein Ding, da wo man auch telefonieren damit kann. Das erinnert mich an das Ding. Vielleicht ist das ein riesiger Lautsprecher. Eher unwahrscheinlich, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist cool. Meteorschauer, die auch einschlagen können auf dem Planeten. Man sieht es, wenn das Video jetzt von vorn beginnt. Jetzt, bam! Leider muss man sagen, schlägt der kein Krater. Das hätten sie bei einer terraformbaren Welt eigentlich einbauen können, dass wenn der einschlägt, das tun, ein Loch hinterlässt. Es ist natürlich blöd, wenn man dann eine Base baut, dann hat man ab und zu, wird man zurückkommen und drunter ein Loch haben. Vielleicht haben sie es deswegen lassen, damit es keine vorhandenen Buildings etc. demoliert. Weiß man nicht. Gravity-Anomalien, ja. Ihr seht es, das fliegt ja schon nach oben und beim Jetpack haut es mir rein. Mit Low Gravity Environment kann man halt weiter fliegen. Wird sicher auch witzig. Tornados! Ja. Tornados. Halt. Die Tornaden. Lightning, das wird sicher geil. Wenn es irgendwie ein Sturm ist und das im Hintergrund blitzt und donnert, vielleicht hoffe ich halt mal auch. Getroffen sollte man halt nicht werden, aber ich denke mal, das wird eher mich nicht gleich one-hitten. Das ist ja cool, das ist ein Käfer. Das Portal da oben schaut ja wirklich auch elend geil aus. Also da werden wieder Community Bases sprießen, die werden wir uns immer anschauen.
Planetary NPC Encounters. Das kann sein, dass man rumrennt. Das lernt dann eben so ein Typ wie auf der Raumstation und gibt da irgendwas. Das wäre natürlich cool, wenn da mal ein S-Klasse-Schiff landet oder so. Das, ja. Das sind aber anscheinend auch können das Dealer sein. Können sein oder sind es immer, das weiß ich jetzt nicht. Die ein paar tolle Technologie-Upgrades haben. Das wird natürlich schwer sein, die jetzt irgendwie absichtlich zu finden. Das weiß ich nicht, aber das Puck 9 Ding, Ressourcenteil, das Lilane, hat einen Sinn. Da kann man gegen einen Schwarzmarkt Sachen tauschen. Da sollte man dann aber was farmen davon. Werden wir auch machen. Alles werden wir machen. Alles werden wir machen. Wir haben jetzt wieder so viel zu tun. Das ist schön. Jetzt gibt es wieder Parts und Parts und Parts. Werden wieder mehrere, wenn es gut geht, mehrere an einem Tag schon online kommen. Dann vielleicht ein, zwei Tage wieder nicht, weil ich ja auch ein bisschen Zeit für was anderes brauche, leider. Ja, Discoveries, das hat mich eigentlich wenig interessiert. Multitool Upgrade. Es gibt eine Multitool Upgrade Station. Um die Klasse von Multitool abzugraden, das ist sozusagen das Pendant zum Schiff Upgrade, was auf die Stationen, die in jedem System rumstehen haben, wo man Schiff upgraden kann. Die Kapazität für Technologie expanden oder auch einfach nur die Klasse upgraden. Ja, das ist gut, ich habe ein S-Klasse-Teil, aber das ist sicher witzig, wenn man eine schöne Waffe hat und will die behalten vom optischen her, dass man sie durch upgraden kann. Insect Life. Ja, es gibt anscheinend wesentlich mehr Insekten. Das finde ich cool. Waren manchmal eher ein bisschen tot, die Planeten. Ich hoffe, die könnten ruhig ein bisschen überrannt werden. Wenn das so ein Planet ist, ohne Menschen oder so. Okay, da stehen viele Menschen. Auf dem Screenshot zumindest habe ich aber in Natura noch nie so gesehen, dass da so viele rumkreien, außer bei solchen Missionen. Nexus Missions. Aber sie wirkt so sehr manchmal ein bisschen tot. Es sind zwar ab und zu mal ein paar Tiere, selten auf Planeten, wirklich mehrere Tiere. Aber das so ein paar rumflattern, das wäre schon recht cool. Gleiches in Synthetic. Es gibt Planeten, wo synthetische Lebewesen rumrennen, sprich Robots. Die halt im Endeffekt auch das bevölkern. Ja, schaut sich auch cool aus. Würde ich mir auch auf so einem Planeten mit Meteorschauer und schöner Fauna und Robotern, würde ich mir auch einen Base bauen. Die Dinger schauen echt geil aus. Außerdem würde mich interessieren, was ich bei dir abbaue, weil bei den anderen baut man ja immer so Fleischbrocken ab. Was ich bei dir abbaue, würde mich interessieren. Vielleicht kann man das irgendwie zum Farmen verwenden. Weiß ich nicht, finden wir raus. Improved Creature Behaviors. Ja, das Verhalten der Tiere ist halt improved worden. Wahrscheinlich, dass sie ein bisschen mehr auf mich reagieren, wenn man das herumschwimmt. Das Beispiel jetzt wird sicher auch bei anderen Sachen sein. Die zweitwichtigste Erneuerung für mich, die Sandwürmer. Den will ich auf jeden Fall finden. Ich hoffe, der reißt ein riesen Loch da rein und landet dann irgendwo anders und reißt nochmal ein Loch rein. Das wäre doch cool, wenn man den durch einen Tunnel folgen könnte. Das wäre doch echt geil. Aber ich befürchte fast, wenn die Meteoren keinen Krater hinterlassen, dass der Sandwurm es auch nicht tut. Aber schaut euch den an. Schaut der geil aus. Oh, das war's. Hier kommen nochmal die genauen Patch Notes hinterher. Mit genau die einzelnen Sachen beschrieben. Aber das drüber ist schon. Ich habe mir das nur mal so überflogen. Das drüber ist schon eigentlich der gute Standard. Der gute Sneak Peek, sagen wir mal. Der im Endeffekt wirklich dir schon mal erklärt, worum es geht, was passiert. Das Ding kann auch immer nichts. Das habe ich mir damals schon gedacht, warum das nichts kann. Da auch das Interface geändert. Nö, das ist. Blieb gleich. Schauen wir mal, was haben wir hier noch? Auf der anderen Seite waren wir noch nicht drüben. A-Klasse Shuttle. Sie hätten die Slots für die Schiffe erhöhen können. Das wäre mal echt leibend gewesen vor denen. So, Schiff-Upgrade. Das hier. Das ist von der Roma. Schiff. Ah, Multitool-Upgrade-Station. Hier haben wir ja schon was. Neuen Platz kaufen. 50 Millionen Units? Das ist ja auch gehabt. Habe ich schon. Dazu muss man sagen. Ja. Das ist eine Erweiterung, die mir nicht viel bringt, weil im Endeffekt irgendwie ich das alles schon habe. Muss ich das mal hersetzen. Stuhl.
Er dreht den nur. Okay, das war's mal. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, das Video schafft es relativ zeitnah online. Die nächsten Videos werden auch zeitnah folgen. Da wird es bald jetzt rund gehen überall. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Schaltet wieder ein. Hämmert den Abo-Button, hämmert die Glocke, den Like-Button und einen Comment unbedingt hier lassen. Ich antworte auf alle Kommentare. Schreibt hin, was ihr gerne sehen wollen würdet, was ich als erstes machen soll. Ich finde das cool, dass, was sie da umdesignt haben, finde ich recht schön. Wirklich schön. Das ist ein Frachter, könnten so ein bisschen. Ah, ist nicht nah genug. Schreibt rein, was ich als erstes machen soll, was ich tun soll, was ihr sehen wollt. Macht es, tut es, schreibt es. Ich warte schon drauf. Ich warte. Sonst muss ich wieder selber nachdenken. Oh, Erkundungsanleitung. Was haben wir denn das? Scanne, analysiere Tiere. Ich habe so ein Gefühl, wenn mich das Ding jetzt eh mal dahin leitet, wo ich jetzt mal gleich einen neuen Planeten finde. Im nächsten Part. Wir sehen uns wieder. Schaltet's an. Nicht vergessen. Abo, Like. Macht's es gut. Und in der heutigen Zeit vor allem gesund bleiben. Bis dann und ciao.